Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition, wo wir eigentlich in Schloss Redcliff sind. Wir wissen nur nicht, wann wir in Schloss Redcliff sind. Ja, wir haben Lucius dabei. Wieso? Nee. Wieso? Ich hab seinen Namen vergessen. Sorry. Wieso komme ich auf Lucius? Weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir ihn neu skillen. Wir haben mit ihm noch gar nichts, da wir Solus schon auf Seele, also Geist-Barrieren und Eis haben, ich ihn vielleicht auf Elektro und Feuer skillen, weil Feuermagier, ich verstehe die Frage nicht. Und Elektro kann halt auch lustig sein. Ich stelle mir vor, dass Elektro vor allem auf, ja, genau, springen von einem Opfer zum nächsten über, sprich viel AOE. Feuer wird wahrscheinlich einfach nur hohen Schaden und dann vielleicht auch noch einen Dot drauf haben. Gucken wir doch mal. Oh. Okay, es viert das den Gegner, also versetzt ihn in Angst. Sprich, haut der wirklich einfach ab. Ja, ach, Angstdauer 8 Sekunden, krass. Okay, mehr Crowd Control. Oh, AOE. Schaden mit Dot drauf. Das Ding. Okay, einfach mal zusätzlicher Feuerschaden, nochmal 100% des Waffenschadens drauf, plus nochmal mehr brennend. Oder bleibt der brennende Effekt gleich? Bin gerade unsicher. Oder what? Wait, what? Er kann das vom Prinzip unendlich spammen. Wie viel Mana hast du? Steht halt leider nicht dabei, oder? Hier Fokus 2. Maximaler Fokus ist halt 100. Ja. Okay. Ne, hier. Mana. So hat der Fokus. Ich bin gerade irritiert. Aber er hat 100 Mana. So, der erste Einsatz von Inferno kostet, beziehungsweise von Flammenopfer kostet 35. Der zweite 45, das heißt, da sind wir schon bei 80. Okay, er kann es jetzt miteinander einsetzen. Ja, das ist ja dann, das ist ja echt kacke. So, ja, nice. So viel zum Thema Regeneration. Mehr Branddauer, mehr Angstdauer. Das ist nice. Krass, also wenn er Zauber spammt. Ich liebe gerade den Feuertree. Holy shit. Weil jedes Mal, wenn er Zauber spammt, verkürzt er die Abklingdauer. Was ziemlich geil ist. Mit vier aktiven Zaubern theoretisch drin. Also vielleicht sollte ich ihn doch auch mit auf Barriere skillen, wenn ich mit den Skill hier gerade so durchlese. Ich meine, die Hälfte der derzeitigen Barriere wird verbraucht, um den Schaden zu erhöhen. Das ist krass. Aber erstmal kurz gucken. Okay, das ist lustig. Brennt heller und heißer, wodurch sich die Panik deines Gegners. Also verdoppelt halt einfach mal die Angstdauer. Plus, die geht ja nochmal um 25% hoch. Das heißt, um ein Viertel. Das heißt, die ist dann auf 20 Sekunden. 20 Sekunden, wo der Gegner nichts wird machen können. Weil der, also, was heißt nichts machen können? Also, der rennt halt weg. Das ist halt geil. Gefällt mir. Feuermine, gut, dass es die gibt, habe ich mir schon fast gedacht. Feuerwall.
Heißt das, dass. Ja, nee, Größe von 6 Meter. Also der wird halt vom Prinzip her wirklich einfach eine Wand aus Feuer da hinzaubern. Was trotzdem ziemlich heftig ist. Größere Barriere und die Gegner brennen länger. Die brennen ja eh schon länger. 2 Sekunden länger, also 10 Sekunden brennen die ja eh schon. 9 Meter. Nee, ich muss sagen, ich glaube, das ist cooler. Okay. Das ist halt super cool, weil es die Gegner in die Luft schleudert und entsprechend dann wahrscheinlich auch umwirft im Endeffekt. Hier aber mehrere Minen dafür halt direkt vor sich. Aber mehrere Minen, die Dinger machen halt Schaden. Bin dafür. Und dann haben wir ja gesagt, es ist ganz sinnvoll, ihn doch auch auf Barriere zu skillen. Dann brauchen wir halt noch einen Blitzmagier. Aber Vivien war ja Magierin, also vielleicht nehmen wir die. Mal gucken. So, jetzt wollte ich noch mal eben kurz gucken. Deine Ausrüstung. Okay. Den Stab, den er hat, der ist scheiße. Und der, den wir haben, ist besser. Und das ist schon echt kein guter Stab, wenn wir uns das mal im Vergleich zu dem angucken, was Solus hatte. So, Rüstung. Ja gut, Stufe 12 Magier. Das ist halt unordentlich. Und Accessoires, Gürtel der Eile. Bessere Barriere und bessere Feuermine. Das ist doch, finde ich, lohnt sich dann doch schon, ne? So, Gürtel, ja, komm. Und schade, wir haben gerade nichts, was irgendwie Magie oder so stärkt. Okay. Dann finden wir mal heraus, wann wir gerade sind. Hier ist auf jeden Fall ziemlich viel Lyrium. Holy shit. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Klopf, klopf. Irgendjemand noch am Leben oder alle nur Lyrium? Wäre das uninteressant. Alexius hat diesen Ort ganz schön runtergewirtschaftet, was? Keine Ahnung. Ich habe diesen Teil des Schlosses nie gesehen. Es war übersät mit unglaublich geschmacklosen Schnitzereien von Wölfen und Hunden. Aber das hier ist auch nicht viel besser. Ich wollte gerade sagen, also. Vor allem war nicht Lyrium auch irgendwie. Hatte Lyrium nicht auch noch eine magieverstärkende Wirkung oder so? Hallo, ich habe doch eben die Dolche angeklickt. Na schön. Also hier ist gerade kein Durchkommen. Dann halt auf die andere Seite. Dann bin ich ja froh, dass wir erst den Weg hier gegangen sind, weil. Ruhe. Untere Zelle, wieder in die obere Zelle. Was muss hier doch zum Looten sein? Ahornsteine. Weil sie sollte einfach irgendwann mal wirklich anfangen, meine ganzen Gegenstände aufzuwerten, also diese Aufwertung auch wirklich zu nutzen. Segne mich. Meine Tränen sind meine Sünden, meine Sünden, meine Sünden. Andraste möge mich leiten, Andraste möge mich leiten. Also ich, vielleicht bin ich auch derjenige, der keinen Sinn für Harmonie hat, aber ich glaube, der Typ hat keinen Sinn für Harmonie. Und ich glaube nicht, dass es dem gut geht. Er hat auch so ein bisschen leuchtroten Augen. Zellen ist immer irgendwas drin. Drachendorn. Den brauchen wir auf jeden Fall auch für irgendwas. Bestimmt. Ich weiß gerade nicht für was, aber bestimmt.
Oh, gut. Dann mal zu zweit gegen zwei. Das ist ein schwerer Kampf. Okay. Ja, ich habe hier die Schlangenklinge drauf, die eh vergiften kann. Lässt du meinen Magier in Ruhe? Du, die Feuerminen hättest du vielleicht vorher platzieren sollen. Ja, ich weiß, das hätte ich ihm auch befehlen können, aber das wäre zu einfach gewesen. Wo geht's hier wieder runter? Da scheint irgendwas zu sein, wo wir es rausfinden können. Noch mehr untere Zellen. Das Licht wird Sie sicher über die Wege dieser Welt bis in die nächste leiten. Oh, halt das ja nur. Denn für Sie, die dem Erbauer vertraut, wird Feuer zu Wasser. Die geht's auch nicht gut. Ihr kehrt zu uns zurück? Wie kann das sein? Gewährt uns Andraste eine weitere Chance? Erbauer, vergib mir. Ich habe dich enttäuscht. Ich habe alle enttäuscht. Das Ende muss nah sein, wenn schon die Toten ins Leben zurückkehren. Ihr seht aus, als wärt ihr verletzt. Können wir euch irgendwie helfen? Nichts, was ihr tun könntet, würde mir jetzt noch helfen. Ich werde schon bald an der Seite des Erbauers sein. Dafür sitzt du sehr entspannt. In die Zukunft geschickt. Wenn wir ihn finden, können wir vielleicht in die Gegenwart zurückkehren. Ihr wollt durch die Zeit zurückreisen? Dann könntet ihr dafür sorgen, dass nichts von all dem je geschehen ist? Genau das hoffe ich. Alexius, Meister, nachdem ihr gestorben wart, konnten wir den Aufstieg des Ältesten nicht mehr verhindern. Kaiserin Selene wurde ermordet. Die Armee, die anschließend nach Orlais strömte, war eine Horde von Dämonen. Nichts konnte sie aufhalten. Nichts. Gut, dass ich das verpasst habe. Ich hätte dort sein müssen, um euch zu helfen. Ihr seid jetzt hier. Okay, Cassandra macht jetzt wieder mit. Wenn sie dieses merkwürdige rote Leuchten hat. Das ist irgendwie so ein bisschen... Na, ich sag jetzt mal, nicht gerade positiv wirkt. So, hier unten finden wir wahrscheinlich Sera. Wir wandelten, wo Weiden... Nein. Wo Weiden weinten, warteten wir... Nein. Wo Weiden... Oh, hör auf zu reimen. Na, dich Dummkopf. Das können sie dir nicht nehmen. Nein, nein, nein. Ihr könnt nicht hier sein. Ihr seid tot und die Toten kommen nicht zurück. Stimmt, ich bin ein Geist. Und ich bin nur zurückgekehrt, um euch heimzusuchen. Warum? Ich habe euch doch gar nichts getan. Oh, bei allem was? Niemand ist tot. Alexius hat Zeitmagie eingesetzt. Redet vernünftig oder haltet euer Maul. Ich will nicht an ihn denken. Ich wollte euch nicht ängstigen. Ich bin es wirklich, glaubt mir. Ich bin hier, um das alles zu beenden. Ihr wisst es vielleicht nicht. Da waren so viele. Der Tag, an dem ihr gestorben seid. Mir sind die Pfeile ausgegangen, als ich sie dafür büßen ließ. Dann spielte es keine Rolle mehr. Er hat Dämonen und Götter und... Ich habe einen Bogen. Und ich will... Ich will, dass sie leiden. Wenn ihr wirklich hier seid, würde ich dafür sterben, ihnen in ihre verfluchten Fressen zu spucken. Ihr wollt Alexius? Er hat sich im Thronsaal eingesperrt. Kommt nie raus, sagen die Wachen. Ach, kriegen tut man trotzdem. Als erstes mal dich noch leveln. So, sinnvollerweise erstmal sämtliche Schadenskills, sämtlichen Schaden. Mmh.
Zielaktion, Schadensmaß pro Ziel. Oder schleudert das Hauptziel halt mehrere Meter zurück. Okay. Ja, nehmen wir das mal mit. So. Dann war die Verrückte auch wieder geholt. Das ist doch schön. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir zu dem anderen Punkt kommen. Ja, relativ offensichtlich. Irgendwie müssen wir wahrscheinlich dann die Brücke runterlassen. Die Frage ist, was finden wir dann hier, wenn wir da unten unsere Grenzenkumpanen gefunden haben? Okay, Stab, Mondfeder, Talisman. Stab können wir Dorian geben. Ja gut. Okay. Was gibt's denn hier noch? Ich habe irgendwie ein bisschen vermutet, dass wir Felix hier unten finden. Nein, das ist Fion. Das ist nicht Felix. Lebt! Wie ist das möglich? Ich habe gesehen, wie ihr in dem Riss verschwunden seid. Wächst dieses rote Lyrium etwa aus eurem Körper? Wie kann das sein? Wenn man lange genug in seiner Nähe ist, wird man irgendwann zu dem hier. Und dann nutzen sie eure Leiche, um noch mehr abzubauen. Könnt ihr uns sagen, welches Datum wir haben? Es ist lebenswichtig. Erntemonat 942. Zeitalter der Drachen. 942? Dann haben wir ein ganzes Jahr verpasst. Wir müssen hier weg. Wir müssen durch die Zeit zurückreisen. Bitte verhindert, dass das alles geschieht. Alexios. Dient dem Ältesten. Er ist mächtiger als der Erbauer. Niemand kann ihn aufhalten. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Das verspreche ich euch. Unsere einzige Hoffnung liegt darin, das Amulett zu finden, mit dem uns Alexios hierher geschickt hat. Wenn es noch existiert, kann ich es verwenden, um den Riss an genau derselben Stelle wieder zu öffnen, an der wir verschwunden sind. Hoffe ich zumindest. Gut. Ich sagte, ich hoffe es. Es könnte uns auch in Brei verwandeln. Ihr müsst es versuchen. Eure Meisterspionin Liliana, sie ist hier. Ihr müsst sie finden. Beeilt euch. Bevor der Älteste herausfindet, dass ihr hier seid. Okay, dann haben wir zumindest scheinbar mal ein Ziel. Und den Übeltäter, nenne ich es jetzt mal. Ja, dann müssen wir mal Liliana finden, wo auch immer die sich jetzt wieder versteckt. Also, wir suchen mal eine Meisterspionin. Eine Infektion ist. Warum beim Erbauer kommt es dann aus den Wänden? Seid ihr sicher, dass ihr das rausfinden wollt? Nein. Also ich bin mir sicher, dass ich es nicht herausfinden will. Hey, wer hätte das gedacht? Die Tür, die Dingens ist unten.
Nein, ich wollte gerade nicht springen. Cassandra, geht das schon wieder los? Seriously. Wer ist da gerade weggeflogen? Damit aufhören, wenn all diese Bastarde in ihren eigenen Gärmen liegen. Es ist genau wie früher. Ja, für mich ist früher nur ein paar Minuten her. So, Liliana, kannst rauskommen. Vielleicht können wir hier irgendwas brauchen. Ja, ich bin ja gerade schon am Plündern. Vorratslager. Vorräte aufgeschoben. Das so. Können wir also clever sein. Können wir doch. Warte, jetzt können wir nicht mehr aufschütten. Ach, kacke. Gut, auf die Idee hätte ich ja auch vorher kommen können. Lass mal ein Schloss knacken. Bin sehr froh, dass wir scheinbar. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir einen Schurken gewählt haben als Klasse. Dass wir das können, aber. Ich bin sehr froh, dass wir es können. Ja, gut, das ist genau der gleiche Stab, den wir eben schon für ihn gefunden haben. Ein Gebet an den neuen Gott. Gepriesen sei sein Name, der sich aus der Dunkelheit erhoben hat. Gepriesen sei sein Name, der sich dem Lichte entgegengereckt hatte. Gepriesen sei sein Name, der die goldene Stadt durchschritten. Gepriesen sei sein Name. Die alten Götter sind nicht mehr, der Erbauer war nie. Der neue Gott ist unter uns. Gepriesen sei sein Name. Yay. Fanatismus gegenüber einem neuen Gott, den kein Arsch kennt. Na gut. Schülerrüstung. Ich gehe mal davon aus, wir müssen durch diese Tür. Nein, müssen wir nicht. Also wenn hier nicht der... Also ich sag mal so, das waren ja die Kasernen. Dann wird hier wahrscheinlich der Hauptmann gepennt haben. Erstmal kurz den deaktivieren und dann Cassandra, das Beil hier dürfte für dich sein. Dem geht's gut. Nicht nur das Buch zu lesen. Warum auch immer man einen Schädel auf das Buch gelesen hat. Gelegt hat. Tagebuch einer Wache. Alexios fragt ständig nach Patrouillen auf den Mauern. Zeitverschwendung. Die Inquisition hat sich an diesen Mauern schon vor langer Zeit die Schädel eingerannt. Ferelden hat 3 Belagerungsversuche unternommen, bevor der letzte Lebenshauch aus ihnen schwand. Er sollte uns also noch bedrohen. Die Barbaren aus den Bergen? Alexios scheint mit einer Belagerung zu rechnen. Der Mann ist völlig durchgedreht. Es wäre sinnvoller, die Männer innerhalb der Mauern zu postieren. Jeden Tag öffnen sich mehr von diesen Rissen. Es war besser, als wir noch Leute für Blutopfer hatten. Ungebundene Dämonen haben die Burg, das Dorf und die ganze Umgebung von allen entvölkert, die nicht in ihrer Rüstung schlafen. Jetzt sind überall nur noch wilde Dämonen. Das klingt doch beruhigend. Aha, das ist doch noch was. Gib her. Oh, ein Stab. Noch ein besserer Stab. Ich bin klar, der andere hatte Bonus auf kritischen Schaden, aber pff. Gut. Ich würde sagen, das war's dann für heute und morgen machen wir uns auf die Suche nach Liliana, die sich hoffentlich irgendwo da hinten versteckt. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.